kenne niemanden in meinem Umfeld, der ohne an so eine fixe Idee zu glauben, die sich nachher herausstellt, dass sie nicht wahr ist, durch seine Kindheit oder seine Jugend durchgekommen ist. Mhm. Den nehme ich mit als Filter in mein Leben, durch mein Leben. Der, ja. der prägt mein Sein, der prägt meine Gegenwart. Und The Work ist einfach eine Methode, die uns hilft, erstmal zu entdecken, welche dieser Überzeugungen habe ich denn. Mhm. Jetzt gehen wir zu dem Ja, zu dem Platz in dir, wo du das Ja findest. Ja, mhm. Er in diesem Moment, er macht die Geste, er urteilt. Ich habe nichts, mir geht's gut. Und dann habe ich gedacht, oh, es gibt doch so ein paar Schwierigkeiten vielleicht im Leben, wo ich irgendwie gerne weiterkommen würde. Und, ja. Aber ja, genau. Dann manchmal hast du ja eher, es taucht so im Alltag auf. Also ich habe ein Thema, taucht im Alltag auf. Mhm. Oder ich reagiere in einer bestimmten Situation oder auf einen bestimmten Menschen oder auf eine bestimmte Herausforderung auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und dann stelle ich fest, da bin ich jetzt eigentlich nicht so mit einverstanden. Also mit meine eigene Reaktion macht mich nicht glücklich. Mhm. Und dann stelle ich fest, wenn ich das näher betrachte, okay, das in irgendeiner Form, das, was da jetzt heute Vormittag passiert ist oder so, das hat eine Geschichte in mir. Das geht irgendwie weiter zurück und dann kann ich mich auf die Suche begeben und dann lande ich manchmal weiter in der Kindheit oder in der Jugend, als ich vorher dachte oder so.